Morgen! Tag 2 von der Contra. Drake im Badezimmer. Also nicht der echte Drake, aber ein bisschen beim Duschen und so gehört. Vorher euch einmal hier schnell. Hatte mir gestern der Pedro. Pedro, du hast einen schweren Namen. Frdoljak. Habe ich es richtig gesagt? Pedro Frdoljak. Hat mir seine 2 Bücher gegeben. Eins davon habe ich heute Morgen mal durchgelesen. Nice. Bisschen sehr grundlagenlastig, aber nice und vor allem geile Geste, dass du mir das kostenlos gegeben hast. Joschka Bruder hat uns vorgestellt und dann hat er gesagt, hey, ja klar, ich schicke dir mal alles mögliche rüber. So, und hat mir eine E-Mail geschickt mit den Büchern auch nochmal in digitaler Form und sowas. Fand ich super cool. Und gestern war ein mega geiler Tag auf der Contra, weil auf der Contra rennen immer bunt gemischt Leute rum. Also ich habe mit Frauen geredet, teilweise zum Beispiel, die von Energien gesprochen haben. Ne? Also Frauen, die im Musikbusiness sind und die da vermarkten und die das Ganze aber mehr sowas als energetisches sehen. Also die eine von, das waren 2 Frauen, eine hat gesagt, sie sieht das eher Musik und so als etwas Energetisches. Ja? Also es löst Vibrationen und so aus. Die andere Frau war mehr für die technische Variante. Für den technischen Teil verantwortlich. Das fand ich super. Aber gut, so ein bisschen Drake, ein bisschen leiser. Und dann, gestern Morgen, als ich ankam, ey, total fertig, 3 Stunden geschlafen, holy fuck, oh Mann, ey. Bin ich dann aber danach los und hab dann echt einen geilen Tag gehabt, so. Und jetzt muss ich sagen, freue ich mich mega geil auf den zweiten Tag. Chris hat den Tiger Award abgeräumt, war das der Tiger Award? Ja, also Chris hat auf jeden Fall natürlich wieder abgeräumt. Und Alex Fischer hat auch abgeräumt, fand ich auch cool. Und Thaddeus kam abends noch. Dann haben wir kurz miteinander gesprochen noch und dann waren zum Beispiel auch Raoul war da, der hinter unter anderem Karl S. steht. Und dann waren noch ein paar andere Leute da, über die ich echt gefreut habe, mich zu sehen. So Oliver Bermeling wieder, wir haben ein mega geiles Gespräch gehabt gestern. Und zwar haben wir uns an den Tisch gesetzt, mehrmals haben wir gesprochen gestern. Und dann haben wir irgendwann nochmal zwischendrin, ich glaube eine Stunde oder 2, habe ich ihm ein bisschen was über Persönlichkeitstypen erzählt. Und so, und er sagt, holy fuck, du musst da draußen ein Produkt machen und so weiter. Und so, ich meine so, easy, komm, Buch kommt noch dieses Jahr voraussichtlich. Und auch Sachen, die hinten dran halt noch sind, so dass die Persönlichkeitstypen eben auch was daraus machen können. Das kommt wahrscheinlich auch alles dieses Jahr noch. Sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und was ich auch spannend fand, war, man läuft halt, man ist halt auf dieser Veranstaltung, wo halt diese irgendwie 400-500 Leute oder sowas, ich glaube 400 Leute ungefähr waren, so 350 plus nochmal 50 VIPs, die da in diesem Raum sind. Aber der Raum, wo die Talks sind, die sind immer so, der ist nie 100% gefüllt, weil immer Leute draußen am Buffet stehen und quatschen und so, ist immer so bei Events. Und da habe ich auch natürlich Klassiker, Ole Cannabin und auch zum Beispiel wieder natürlich Andy Baulig und alle Leute getroffen, die man ohnehin schon kennt. Das ist immer so ein geiles, wie so als Familie zusammenkommen, das fand ich ganz toll. Von mir wird es ja in nächster Zeit auch das ein oder andere Event geben. Da habe ich mit Tom Klusmann, dem Veranstalter, nochmal gesprochen und Christoph Schreiber. Habe gesagt, hey, pass mal auf, ich mache demnächst noch Events und ich möchte nicht, dass wir da irgendwie Konkurrenz sind und dass wir da aneinander geraten oder so, sondern lass uns doch mal was essen gehen, dass wir kurz nochmal drüber reden, dass wir da auf jeden Fall auch im Reinen sind. Mein Tom natürlich so, ja, hey, ist doch kein Problem, es gibt doch genug Menschen, gibt doch genug Sachen, mach doch Events. Und so, ja, auf jeden Fall, aber lass uns doch einfach mal kurz sprechen, wirklich, dass wir da am Ende wirklich in einem Boot sind, dass es gut ist. Und total coole Menschen, alle, auch Alex Riedel merkt man wieder, totaler Abundance-Mensch, der einfach von allem genug hat und also im positiven Sinne und auch einfach teilen kann. Rainer von Massenbach, genauso der Partner, die einfach sehr, sehr, sehr viel Lebensfreude auch ausstrahlen und das fand ich super, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's heute, wie gesagt, an Tag 2 und heute sind auch wieder 1-2 spannende Vorträge, auf die ich mich freue. Und gestern was ganz Spannendes, was ich mitbekommen habe. Ich muss das nochmal nachschauen, wie das heißt. Und zwar, es gibt etwas zwischen Apps und Websites jetzt. Und zwar, es ist so, dass früher gab es halt natürlich die Website, dann kam irgendwann die App aufs Handy und es, beide haben halt Vorteile, sowohl die App als auch die Website. Und dann ist es halt so, dass bei der, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, bei der Website ist halt die Situation, dass wir die gut erreichen können, weil wir die einfach aufrufen können. Aber bei der App ist es halt gut, weil wir dann, weil da viel mehr Menschen dann sich auch wirklich damit interagieren einfach auch. Und da hat ein junger Mann was sehr, sehr Spannendes gesprochen. Nämlich hat der gesagt,
es wird Progressive Web Apps geben. Das sind also dann Websites, die man über den Browser erreichen kann und die man dann einfach aufrufen kann auf seinem Handy als App. Und das ist sehr geil, weil das bedeutet, dass man die speichern kann auf seinem Bildschirm quasi, wie eine App, und dass man da halt reingehen und damit agieren kann, wie mit einer App. Aber man muss es halt nicht erst so im App Store irgendwie suchen oder so, sondern man kann einfach auf www irgendwas gehen und hat dann diese Seite, kann man dann speichern als App quasi. Das sind Progressive Web Apps. Das ist mega geil, das ist nicht nur, aber auch von Google. Und da habe ich echt Bock drauf, da mal zu schauen, wo sich das hin entwickelt. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert, Leute. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal lieber auf die Kontra gemeinsam. Ich nehme euch da einfach mal mit. Ich habe jetzt meine Schuhe fast an. Und werde mal gucken. Gestern habe ich ja auf der Kontra ein bisschen weniger gefilmt, weil ich halt auch gesagt habe, das Event, wenn halt da gesprochen wird, das ist halt jetzt nicht so filmenswert. Da habe ich lieber ein bisschen die Leute gefilmt, die da waren, und denen mal die ein oder andere Frage gestellt. André natürlich, Töne, dann natürlich Leonie Töne auch. Und ich habe ganz vergessen, auch Sai Chiripur war da, mega sympathischer Typ auch. Ich kannte den ja bisher nur aus dem Internet. Wir haben auf Facebook ein bisschen miteinander geschrieben. Und dann gestern kommt er an und wir sind direkt so wie seit immer Freunde. Ne? Also machen direkt Witze drüber, weil er ist ja auch ein sehr, sehr schöner Mann, aber hat vielleicht 2 Kilo zu viel. Und ich habe auch eher so 200 Kilo zu viel. Wir machen direkt so ein bisschen Witze drüber, dass wir nicht aneinander vorbeikommen und so. Also mega sympathischer Typ, bei dem man halt auch merkt, bei dem läuft es halt auch einfach. Und das ist auch was halt die Leute generell haben, wenn sie nach ihrem eigenen Empfinden erfolgreich sind. Ja, also der eine ist halt erfolgreich für sich selber, wenn er 100 Millionen hat, der andere ist halt erfolgreich, wenn er finanziell unabhängig ist. Aber wenn Menschen nach ihrem eigenen Empfinden erfolgreich sind, dann sind sie halt immer mega sympathisch und umgänglich und haben halt einfach so eine Easiness, sagt man so. Also die sind einfach total spaßig drauf und das ist einfach sehr, sehr schön zu beobachten auf der Kontra. Es sind haufenweise solcher Leute. Ich freue mich drauf, mal zu gucken, was heute noch so alles passiert. Bin gespannt, was es zu essen gibt. Ja, das habe ich jetzt wirklich gesagt. Und dann würde ich vorschlagen, kommt ihr einfach mal mit und wir gucken, was da so los ist. Ja? Ich darf euch gar nicht zeigen, wie mein Badezimmer aussieht, weil da ist jetzt gerade echt... Ich kann... Oh, Achtung! Sollen wir da ran? Geil! Die leere Buddha? Damn, boy! Das wird gelesen. So, es ist voller Menschen schon wieder hier, weil es gibt gerade Essen und deswegen kommen die alle aus dem Saal raus und essen. Es gibt zum Beispiel gibt's hier ein bisschen Joghurt und du verfolgst mich ja so ein bisschen, sagst du, aber nicht so aktiv, aber dann gibt es doch den einen oder anderen Moment, wo du stoppst. Genau, also es gibt so Facebook, weiß man ja jeden Morgen, wenn man sich einloggt oder mehrmals, wird überflutet mit Informationen. Oh ja, ich hab unseren Bauch gefilmt tatsächlich so, also mehr meinen als deinen wahrscheinlich. Film dich mal so, dann sieht man dich auf jeden Fall. Pulsschlagsbauch? Nein. Ja, man stoppt ja dementsprechend sehr, sehr selten, weil man mit vielen Informationen einfach zugeflutet. Jeder Zweite ist ja, nennt sich heute entweder BWLer oder Entrepreneur, wenn er nichts zu tun hat. Und es gibt einen, der mir aufgefallen ist, und zwar bist du das, Manuel. Letztens ist mir ein Posting aufgefallen bezüglich der Energieverschwendung am Morgens. Viele Menschen stehen morgens auf und machen sich erstmal Gedanken darüber, was esse ich, was mache ich, und vor allem fällt mir auch genauso schwer, was ziehe ich an. Und da war, Manuel, dein Posting bezüglich der Farbensortierung, also dass du jeden Morgen dir keine Gedanken mehr machen willst, keine Energie zu verschwenden und deine Kraftenergie auf andere Dinge einfach zu fokussieren. Da habe ich gestoppt und wurde aber ganz okay. Ich stoppe nicht bei jedem. Das fand ich sehr, sehr geil. Das sagen wir alle schönen Männer, ne? Aber am Ende ist es doch gut. Sehr, sehr cool. Ich finde das vor allem auch interessant, dass es nicht nur Unternehmer gilt, sondern jeder, der einfach draußen auch als Angestellter unterwegs ist, die Zeit einfach dann entweder mit seiner Frau, mit seiner Partnerin oder mit der effektiven Nutzung vielleicht eher Ich würde sagen, dann hat der ein oder andere vielleicht da draußen auch nochmal verstanden, warum ich immer wieder gleich aussehe, immer wieder die gleichen Hemden habe, aber weil ich meine Zeit morgens nicht verschwende. Ist das immer dasselbe Hemd, das gleiche? Nein, also ich hab tatsächlich mehrere unterschiedliche Hemden da auch. So.
Alles klar, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Guck mal, was ich da gefunden habe. Es isst und trinkt und sieht gut aus. Ein Pokémon. Ja, es ist nicht Sebi. Aber muss ich auch ehrlicherweise sagen, von allen Mirko Turms hier auf der Contra, und du bist nicht der Einzige hier, sondern es gibt tatsächlich noch jemanden, der so heißt. Du mir aber trotzdem der Liebste. Was hast du gelernt? Was hat dir gefallen? Und hast du einen Tipp vielleicht für alle Leute, was sie verpassen hier? Gelernt habe ich auf jeden Fall, dass wenn man schneller vorankommen will in seinem Unternehmen, man auf jeden Fall sich mit Leuten verbinden sollte, die selber viele, viele Level höher sind als man selber. Dadurch kommt man einfach viel schneller voran und die eigene Lernkurve ist einfach viel höher. Also Netzwerken, auch wie du sagst. Ich bin ja jetzt kein, ich sage immer so, ja, natürlich, du willst Netzwerken. Ich mag halt den Begriff nicht so sehr, aber er beschreibt es halt auch gut. Also Leute kennenlernen, die einem Vorteile verschaffen können und für die man vielleicht auch ein paar Vorteile im Gepäck hat. Ich finde aber auch immer hinter dem Vorbehalt auf freundschaftlicher Ebene. Ich finde, man muss mit den Leuten auch einfach klicken, weil einfach Netzwerken zu Netzwerken macht halt nicht so viel Sinn. Ja, dass man merkt das halt auch. Also ich merke halt, wenn ich mit dir nach Prag fahre und irgendwie wir ein spannendes Wochenende haben oder sowas und ich das mit jemand anderem vielleicht nicht machen will, so das merkt man halt auch. Braucht man eine persönliche Sympathie halt auch. Auch zum Beispiel Darius finde ich halt auch, ich habe größten Respekt vor ihm als Menschen. Er sagt immer wieder einige schlaue Sachen, wenn man so frei uns rüber zu schwenken. So, Darius ist ein sehr, sehr weiser Mensch, der einige Lebensphilosophie mit mir teilt. Und das merkt man halt, wenn man redet, ob man will oder nicht. Das ist er. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen müde, aber das ja, ist er. Darius war auch ein bisschen länger feiern. Ja, morgens um 9 muss man halt noch nicht ausgehen. Ja, stimmt. Ja, wo sind Ole, Chris? Ja, die schlafen noch. Die sind alle noch am Schlafen. Ja, die haben extra Lust auf Fußball. Ja, ja. Wir haben schon, jetzt haben wir was? Wie viel Uhr? 9 Uhr, ne? 9 Uhr. Kurz nach 9. Ungefähr. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir mal weiter ein bisschen Contra. Und für dich geht es weiter im Video. Bis gleich. So, liebe Freunde. Es ist tatsächlich Zeit für eine Apotheke. Auch wenn man das nicht glauben möchte. Mein Kopf ist so voll, dass er glüht und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal irgendwo da draußen eine Apotheke finden und mir eine Packung irgendwelches geiles Schmerzmittel holen. Und Leute, ich bin jemand, der auch immer sagt, so letzter Griff ist zu irgendwelchen Mittelchen oder sowas. Also sowas wie Schmerztabletten oder sowas, alles kacke, versuch alles andere. Erst viel trinken, irgendwie das richtige Essen und so. Einfach versuchen, alles zu machen, was man kann, bevor man irgendwie auf Chemie zurückgreift oder sowas. Aber jetzt gerade, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich so Kopfschmerzen, dass ich einmal zur Apotheke renne. Ja, mal gucken, wo die ist. Alles kommt, ne? Hast du gefunden, Manu? Ja, Mann, ist viel besser auf jeden Fall. Also, ehrlich gesagt noch nicht, aber Placebo-Effekt kickt sofort. Ich denke so, oh gut, jetzt habe ich die Kopfschmerztablette genommen. Mal abwarten. Ja, nur mal ganz kurz für den Rekord. Jetzt sind zwei Flaschen im Bild. Hast du das gehört? Ich hab dich gedisst. Also musst du jetzt. Das ist von dir, das ist so. Digga. What the fuck, mate? Seriously. Ich hab so ein kleines Kind mit Kiesel auf dem Schweiß. So, das, was ich am liebsten mache auf Events, ist mit zwei schönen Männern mit dem Aufzug hoch ins Zimmer fahren und die Tür abschließen und dann Funnel besprechen. Ja. Mal ordentlich tief in den Funnel reingehen. Und gucken, was da alles drinsteckt. Tief in den Kaninchenbau. Ja. Oder Raoul. Ja. Ja. So tief ist der gar nicht. Okay. Irgendwann wird es diese Kameras geben, die von selber aus die richtige YouTube-Mucke direkt für den Moment anpassen und abspielen. Ja, ich hab mal vor, du könntest einfach auf dem Modus und einfach so ein Soundset auswählen. Alex Marcy. Gestern wollte ich auf Darius seine Nummer und auf seinen Nachnamen, wollte ich mir zwei Pringles-Dosen kaufen. Da hat der mich gesnitcht unten an der Reception. Das ist ein Fake-Name von dir? Hast du einen zweiten Namen? Eine Fake-ID? Ja, hat mich die japanische Tussi da unten so angeguckt, also hat die Augen dann. Aber wie nochmal? Hat sie nicht. Das kannst du nicht drehen, Alter, aber das ist ein racist Joke. Sorry. Cut.
Raul, bitte einmal nochmal für die Leute, die haben es jetzt nicht gesehen. Wie nochmal, wie kommt man da morgens raus? Ey, hau jetzt nicht vom Oberkörper raus. Oh, bitte, ja. Thumbnail, bitte, ja. Ja, Mann, das ist ein mega Thumbnail. Er macht das wirklich. Warte mal, ich mach mal Licht an. Ich mach mal Licht an, bis er kommt. Oh, warte, 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 du musst noch die BCAAs noch in die Hand nehmen dafür. Du musst noch Werbung machen für die BCAAs so ein bisschen. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn man reich ist und einen guten Körper hat? Mal neu. Ich werde das richtig abgerollen. Sich aufeinander aufbauen und das funktioniert in jedem einzelnen Bereich des Lebens, wie gesagt, vielleicht bei der Liebe ein bisschen anders. Als allererstes haben wir die Vision, den Traum, die Idee. Man muss für was brennen, man muss Schmetterlinge kriegen, wenn man morgens aufwacht und an seinen Traum oder seine Idee denkt. Und wenn man dann ins Bad geht, ja, dann ist es nicht so, finde ich scheiße, sondern man geht ins Bad. Wow. Ja, das ist eure Grundeinstellung, die für euch selbst gelten sollte. Wer von euch mag sich selbst? Das sieht schon mal ganz gut aus. Wer mag sich nicht? Du magst dich nicht. Okay, noch nicht? Was muss ich ändern, damit du dich mögst? Magst, wie sagt man das? Magst. Was muss ich ändern? Wenn du sagst, ich muss wieder abnehmen, ist es eigentlich schon so ein bisschen in der dritten Person, da gibst du dir schon den Grund, dass du nicht abnimmst. Was könnte man noch sagen? Wie kann man das formulieren, damit es sich in deinem Kopf ordentlich manifestiert? Das ist schon mal viel besser. So, und jetzt Aufruf zur Konkretion. Sagst du mir deinen Namen? Veronika. Wie viel wirst du abnehmen? 20 Kilo. In welchem Zeitraum? 10 Wochen? Okay, dann checke ich dir mein 10 Weeks Body Change Programm und ich kontrolliere das. Und in 10 Wochen, meine Große, ja, jetzt kommt. Und in 10 Wochen möchte ich dann von dir ein Vorher-Nachher-Bild haben. Okay, mit minus 20 Kilo. Das poste ich dann mit einer riesen virtueller Glückwunschstrauß von mir. Du wirst es packen, du musst dich nur entscheiden, es zu tun. Ja, geh in die Verantwortung. Riesenapplaus nochmal für Veronika, sie hat gerade eine Entscheidung getroffen. Ja. Was hat Veronika gemacht? Veronika ist von dem Traum zum Glauben, der Leidenschaft und dem Selbstbewusstsein zur Entscheidung gegangen. Kennt ihr so diese Leute, die alle paar Monate oder alle paar Wochen irgendwas Neues probieren und sagen, ich habe jetzt voll die geile Idee, das mache ich jetzt. Und dann fragst du 3 Wochen oder 4 Wochen später so, und boah, was ist draus geworden? Na, war jetzt nicht so, ich mache jetzt, aber ich habe jetzt voll die geile Idee, ich mache jetzt das. Ja, das sind diejenigen, die hier und hier hängen bleiben. Die nie ins Commitment gehen mit sich selbst. Ihr habt die Power, ihr habt die Einstellung, ihr habt die Leidenschaft. Macht verdammt nochmal was daraus. Also wenn ich eine Sache ganz häufig sehe bei dem, ist, dass der sich irgendwo zurückzieht mit einem Mann. Ja. Das ist so eine Sache bei dir, Andreas. Ja, oder? So, meine lieben Freunde, es ist schon wieder spät. Ja. Sven guckt, mit wem redet der denn da, hat er sich gedacht. Warum schreit der auf einmal so rum? Aber es ist tatsächlich das Ende des Videos schon wieder. Ja, Abschied ist immer so eine traurige Phase im Leben auch. Aber man kann den ja auch leichter machen. Was würdest du sagen? Ja. So generell, um Abschied zu nehmen. Ja, ich würde sagen, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja.
Ja, und gute Nacht. Es ist tatsächlich, ich sage mal so, auf so Events, die Vorträge, ich meine, Chris, hast du aus den Vorträgen sehr viel mitgenommen oder hast du vielleicht aus anderen Situationen, okay, er grinst schon. Und es ist halt so, auf solchen Events ist es weniger der Vortrag, als dann vielleicht das Gespräch abends mit Chris oder mit auch mit dir, Sven Platte von Digistore, wo man einfach nochmal die ein oder andere coole Sache mitnimmt, die man sonst vielleicht selber erst in 10 Jahren rausgefunden hätte. Oder vielleicht auch einfach nie, weil ist ja nicht jeder so schlau wie du. Ja. Ich mach das mit Chris, vielleicht sagt er wenigstens so. Vielleicht sprichst du mit mir noch ein bisschen. Wie beendet man jetzt ein Video so, dass die Leute noch Mehrwert haben, außer mit Klick auf den Link? Wenn euch das Video gefallen hat, tut mir gefallen, gebt mir einen Daumen hoch und like das Video. Ja. Nee, war ein sehr geiler Abend und hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ja, gerade eben das Mastermind, das ist halt sowas. Ne? Ja. Aber das macht man ja nicht nur auf den Events. Raoul, kannst du mir nochmal helfen vielleicht? Raoul Picard. Sprich mir das T aus, nee, ne? Gut. Ja, der einzige Mensch, der noch weniger redet als Sven Platte, Raoul. Gut, ich würde vorschlagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, lass mich mal wissen, ob du schon Masterminds hast. Und wenn du keine Masterminds hast, dann solltest du dir sehr, sehr, sehr schnell welche holen. Und wenn es einfach nur der Nachbar ist, der schon mal irgendwann ein Franchise-Unternehmen gegründet hat oder sowas. Aber du brauchst einfach Leute, die irgendwo von irgendwie Ahnung haben und dir unter die Arme greifen können. Und diese Freunde, Coaches, Mentoren, wer auch immer, die erleichtern dir dein Leben ungemein. Oder, Raoul? Ja. Ja. Er hat doch noch gesprochen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde sagen, ciao und bis bald.